Jo, meine Freunde, da bin ich wieder. Back, zurück. In Sicherheit, also in Bayern zumindest. War ja jetzt eine Woche nicht da. War in Hamburg. Viele haben es vielleicht mitgekriegt. Vielleicht auch nicht, vielleicht ein paar. Vielleicht auch niemand. Ich war nicht da. Es kamen auf jeden Fall keine wirklichen Videos. Also halt, schon, aber... Minecraft Cave Adventures. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt sich an. Ist recht lustig mit Marcel und dem Frangle ab. Ich sag mal, nächste Woche kommt auch wieder regelmäßig Minecraft auch together, auch mit Bergi. Und auch so Minecraft und halt auch wieder regelmäßig Projekte. Dann gibt's auch ab nächste Woche dann einen Uploadplan, wann ich was wie wo regelmäßig hochlade. Kriegt ihr dann noch voll auf die Möhren. Jedenfalls Freitag ist schon mal klar. Freitags ist Happy Wheels Tag. Ansonsten wird's eine bunte Mischung geben, es wird noch ein festes Projekt geben, es wird noch Scribblenauts geben. Warum? Scribblenauts, glaube ich, ist bald eh schon durch. Das, glaube ich, also was heißt bald schon durch? Das wird kein allzu langes Projekt, also es gibt Minecraft als Hauptprojekt und es kommen noch so normale Spiele halt dazu, die ich zu finde, wo ich Lust drauf habe, die spielen wir dann durch. So als Projekt und dann halt immer so nebenbei Sachen wie hier den Euro Truck Simulator und ja, MacPixel oder Showdown Effect und lauter so Together Gedöns halt, ja. Und wenn dann, und vielleicht auch mal eine Folge DayZ zwischendrin, kommt drauf an, wie Zeit wir haben zum Aufnehmen und zum Spielen. Mal sehen, wann das Standalone endlich mal kommt, aber naja, das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Also, sie sollen sich richtig Zeit lassen, Hauptsache sie bauen dann was Ordentliches zusammen. Ja, was gibt's sonst zu erzählen, Leute? Ich fahre hier gerade meine Ladung holen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier auch richtig alles... Wo muss ich denn hin damit? Genau die. Die fahre ich nach Torino. Hätte ich das machen sollen? Hätte ich nicht lieber die andere, da war die Fahrzeit nur eine Stunde. Und nicht 6 Stunden. Hätte ich mal lieber das gemacht. Jetzt ist egal. Jetzt muss ich das machen. Ich muss mal gucken. Da hinten jetzt den einladen. Ey, und das ist ja so verflucht warm. Oder die kann ich noch? Die kann ich noch den anderen hier? Kann ich noch den anderen? Kann ich noch den anderen? Kann ich noch? Kann ich noch? Wie machen wir das? Das gibt zwar nur 5000, aber ist dafür auch nur eine Stunde. Das machen wir. Was, eine Höhe von 12.000? Nee, das finde ich doof. Das mache ich nicht. Ich dachte, das könnte ich jetzt einfach so ersetzen, aber kann ich anscheinend nicht. Rückwärtsgang. Es ist so verflucht warm. Also, heute jetzt Samstag. Morgen sollen ja die 40 Grad geknackt werden. Wir hatten letzte Woche in Hamburg schon wirklich, also... Aber wird woanders nicht viel anders gewesen sein. Also so 38 Grad, 39 Grad haben wir schon auf jeden Fall angekratzt. Das war schon ganz schön derbe, wenn ich das mal so sagen darf. Fand ich schon heftig. Ich bin jetzt der Typ, der, ich stehe nicht so auf so krasse Temperaturen. Also ich mag es schon, wenn es warm ist, aber... Also 38 Grad finde ich schon irgendwie ein bisschen übel. Da macht es dann auch nicht mehr so viel Spaß. Ernsthaft, ne? Leute... Ich tue mir jetzt mit dem Blinken immer schwer. Mich haben die Leute sonst immer gefragt, Pecky, wieso blinkst du eigentlich nie? Erstens, weil ich gar nicht mehr weiß, wo man blinkt, weil ich habe immer den Blinker auf dem Lenkrad normalerweise. Da habe ich den so gelegt. Aber ich spiele gerade nicht mit Lenkrad, sondern mit Tastatur und Maus. Deswegen weiß ich jetzt leider auch gar nicht, wo ich hier blinke. Aber das ist schon okay so. Lass mich mal durch jetzt. Ich muss aber mal raus. Hätte ich mal fahren können. So, jetzt aber. Ich fahre einfach. Oh, hier habe ich schon Auto gehört, aber... Ah, nee, der Lastwagen ist noch reichlich weit entfernt. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, was kann man sich in Hamburg so anschauen? Ist eigentlich ganz geil. Also, die Leute, die noch nie in Hamburg waren, guckt euch das mal an. Ist echt cooler. Ich werde auch wahrscheinlich in der ein oder anderen nächsten Minecraft-Folge mal so ein paar Eindrücke raushauen von Miniaturwunderland und lauter solche Geschichten. Hamburger Hafen kann man schon machen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn man... Also im Flugzeug wird ja nicht mehr geklatscht. Also ich bin mit dem Flieger geflogen. Klar, im Flieger fliegt man. Also ich bin nicht mit Zug. Also es war dienstlich, wisst ihr, und ich habe halt einen Flug gekriegt. So. Und im Flugzeug wird ja nicht mehr geklatscht bei der Landung. Das macht man ja nicht mehr. Finde ich persönlich ja ziemlich cool, weil ich habe das schon immer gehasst.
Weil mir applaudiert ja auch niemand, wenn ich meine Arbeit mache und dabei kann niemanden umbringen oder sowas, dann kriege ich da auch keinen Applaus dafür. Finde ich auch so ein bisschen komisch, so dass man das die ganze Zeit gemacht hat. Also ich war auch schon in Flugzeugen. Ich war schon bei Flügen. Ich hatte schon einen Flug. Nee, ich saß schon mal in einem Flugzeug, in dem auch geklatscht wurde. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil ich meine, wenn da der Pilot uns nicht sicher gelandet hätte, dann gäbe es jetzt auch nichts mehr zu klatschen. Ja? Also beim Flugzeug ist ja der Grad zwischen gerade nochmal so richtig angekommen und ja, verbrannt im Kerosin ist recht schmal. Da bleibt nicht so viel Spielraum, glaube ich. Und dann finde ich das eigentlich als Pilot dann schon ganz gut, dass er das dann auch macht. Und dann müsste der eigentlich nicht noch eine Sonderbestätigung dafür kriegen müssen, damit sein Ego es schafft, das Flugzeug richtig zu landen. Das sollte er, er hat es ja gelernt. Er wird ja auch gut dafür bezahlt. Und er darf immer ein Flugzeug fliegen, ne? Finde ich jetzt auch persönlich ganz cool. Auf jeden Fall, es ist halt sein Job. Das meine ich. Ja, wenn ihr euren Job macht und ihr macht ihn gut und alles passt, dann kommt auch keiner zu euch und sagt, boah, geil, Applaus. Vor allem nicht, wenn man mit Kunden arbeitet oder halt so mit, ja, wenn man halt irgendwas einen sozialen Beruf hat oder wenn man halt mit Kunden arbeitet, da applaudiert einem auch keiner. Da ist sobald, da danken es einem die wenigsten Leute, dass man halt irgendwas gemacht hat und so. Ja, viele von euch werden das jetzt kennen. Und die Schüler sind, die werden das auch noch kennenlernen. Was hupen hier eigentlich immer? Bin ich das? Nee, ich höre mich anders an. Komisch. Weiß ich nicht, was das für ein Geräusch gerade war. Mir ist aufgefallen. Ach ja, pass auf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn man fliegt, ja, dann gibt es ja immer so Getränke und sowas. Und Erfrischungen. Also zum Beispiel auf meinem Hinflug, der ging ziemlich früh. Da gab es halt dann was zu trinken und halt dann irgendwie so eine Laugenstange. Und auf dem Rückflug gab es dann Chips oder ein Mars. Die Air Berlin, die scheut da keine Kosten. Die haut da einfach mal so eine kleine Tüte Chips raus oder ein Mars. Und halt so Cola und so ein Kram, ne? Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Leute im Flugzeug immer Tomatensaft trinken? Also sagen wir mal, 50% der, nein, vielleicht 40% der Leute trinken im Flugzeug Tomatensaft mit Pfeffer und Salz. Und ich denke mir so, hä? Tomatensaft? Was? Wieso trinkst du Tomatensaft? Du trinkst nie Tomatensaft. Wieso trinkst du im Flugzeug Tomatensaft? Ich habe noch nie in meinem Leben, und das dauert nun schon jetzt ein paar Jährchen, habe ich irgendwo in einem Restaurant, in einer Bar, in einer Kneipe, in einem Café, sonst oder auf einer Party oder privat oder beim Aldi jemanden gesehen, der gesagt hat, ach ja, heute so ein Gläschen Tomatensaft, das finde ich ganz geil mit Pfeffer und Salz. Habe ich noch nicht erlebt. Aber im Flugzeug, ja, was darf es denn sein? Erfrischungen, Getränke, Kaffee, Tee. Ja, ich nehme Tomatensaft. Und ich denke mir so, was? Wieso? Ja, ich lebe gesund. Und da nimmt man Tomatensaft. Aha. Und was darf es dazu sein? Ja, Chips. Weißt du? Also irgendwie Tomatensaft. Oder am besten gar nichts. Nee, ich nehme nur einen Tomatensaft. Nein, keine Chips, nein. Auch kein Mars, nein. Nein, der Zucker, ja, ne. Das ist nicht gut. Nee, der Zucker mag ich nicht, ne. Tomatensafttrinker. Habt ihr schon mal Tomatensaft getrunken? Ich habe noch nie in meinem Leben Tomatensaft getrunken. Hab vielleicht einmal und sowas, aber habe ich mir nicht gemerkt. Schmeckt wohl scheiße. Ich kenne noch niemanden, der sowas kauft. Das sowas ist nun mal sowas für Mütter. Habt ihr eine Mutter, die Tomatensaft trinkt? Oder kennt ihr jemanden? Schreibt mal ins Kommentarfeld, ob ihr jemanden kennt, der Tomatensaft trinkt. Außerhalb von geschlossenen Flugzeugen. Das ist mir aufgefallen. Das ist mir wirklich aufgefallen. Auf beiden Reisen, die Leute bestellen sich im Flugzeug Tomatensaft. Verstehe ich nicht. Ich habe eine Cola getrunken. Schmeckt doch gut. Trinke ich doch sonst auch. Warum soll ich im Flugzeug was anderes trinken als. Ja, es hat was mit Image zu tun, Heuchelei, weiß ich nicht. Ja, wo wir gerade bei Image sind.
Das ist das nächste. Kurz vorm Flug, Duty Free Area. Ja, ihr seid schon eingecheckt, seid halt durch den Zoll und so durch, habt euch abtasten lassen, wobei das ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so arg ist. Man wird ja nur noch die elektrischen Geräte da dann durchgelasert. Also zumindest auf internationalen Flügen. Und dann gibt's auch immer den Bereich, wo man dann wartet, bis man halt zum Boarding kann. Und dann gibt's immer so ein paar Leute, also die meisten Leute, so wie ich, die setzen sich dahin, ja, spielen ein bisschen mit dem Handy oder schlafen oder keine Ahnung, hängen da so raus, schauen sich die Flugzeuge in den Arsch oder so. Und dann gibt's ein paar, denen reicht das anscheinend nicht. Die sind irgendwie nicht ausgelastet oder... Ich weiß auch nicht, was die für Probleme haben. Das sind dann die Leute, die haben so, ja, 20 Minuten Zeit und wissen nicht, was sie machen sollen oder müssen jetzt... Ich weiß es nicht, was sie dazu verleitet. Auf jeden Fall fangen die an zu telefonieren. Und das nervt. Vor allem, ich meine, das ist dieser kleine Bereich. Da sitzt man eh schon so, wenn der Flieger gut besucht ist, sitzt man da ziemlich nah aufeinander. Und dann holen die ihr Handy raus und fangen an zu telefonieren. Und das Geile daran ist, was sie telefonieren. Nicht so, ja, sie hätten noch was Dringendes oder sie müssen noch unbedingt irgendwie jemanden anrufen, weil sie zu Hause den Herd angelassen haben oder die Katze nicht gefüttert ist oder die Oma ist noch eingesperrt im Badezimmer oder so. Nein, das läuft dann folgendermaßen. Handy raus. Ja, hallo, hier ist Beckmann. Ja, Herr Hansen, ich wollte nur mal sagen, also die Lieferung Freitag geht klar. Ja, doch, das machen wir wie geplant. Und dann kommt die Lieferung am Freitag, 14.36 Uhr, wie jedes Mal. Wollte ich nur noch mal den Termin bestätigen. Ja, ich kann jetzt auch gar nicht mehr länger telefonieren, Herr Hansen. Ich bin jetzt nämlich im Flughafen. Ja, bin gerade auf dem Weg nach München. Ja, nein. Ja, international. Nein, mit der Air Berlin. Ja, zweiter Klasse, ja. Ja. Ja, nee, wollte ich nur mal bestätigen. Ja, dann, ne? Tschüss, schönes Wochenende. Legt auf. Und ich denke mir so, hä? Was hat er gerade gemacht? Ja, wieso ruft er den an? Ja, aber das ist ja dann noch nicht alles. Dann fangen die, laufen ja dann erst warm. Dann nächstes. Ja, Rebecca, ja. Hier ist Dieter. Du, folgendes, ich wollte nur mal sagen, nächste Woche grillen, ne? Bei dir, mit Klaus. Also das können wir gern machen. Ich wollte nur noch mal Bescheid sagen, dass das klar geht. Ich nehme dann Fleisch mit, ja? Ach, das hast du mit Katja schon ausgemacht. Einen Salat macht sie, ja. Ja, gut. Und, ja, sonst? Was machen, wie machen die Kleinen? Wie geht's den Kleinen? Ach ja, das ist ja nett, ja. Ach, der läuft schon, ja. Ach ja, siehste, ja, aber das sehen wir doch dann ja alles auch Wochenende, ne? Dann kommen wir ja zum Grillen, ne? Wann sollen wir denn da sein? Ja, 13 Uhr. Ja. Ja, ich hab ja eh frei. Ja. Ah, nee, stimmt, da muss ich noch die Lieferung für Hansen muss ich dann auch machen. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht noch ein Terminfenster, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was schieben. Und dann kann ich da vorbeikommen. Ne? Ja. Ja, du, ich habe auch gar keine Zeit mehr. Ich bin gerade im Flughafen. Ach so, ja, nee, ich fliege nur nach München. Nur hier mit der Air Berlin, ne? Fliege ich nach München, ja. Ja, nein, schon. Und warm, ja, warm ist es, gell? Ja. Naja, du, ich muss dann auch mal. Hier ist gleich Boarding, ne? Hab ja nur Handgepäck dabei. Da muss ich dann mal. Ist ja auch jetzt nicht so weit, ja. Na gut, du dann grüß mir Peter. Und, wir sehen uns Freitag. Legt auf. Und ich sitze daneben, bin schon sau angepisst, weil ich mir denke, erstens, muss er das jetzt machen? Er hatte nicht den ganzen beschissenen Tag Zeit. Zweitens, also, um Termine zu bestätigen, die eh schon klar sind. Und drittens, what the fuck? Kann der dann nicht vielleicht auch mal ein paar Meterchen weggehen oder wo ihn nicht alle hören? Meistens ruft er dann noch irgendwie seine Freundin oder Ex-Freundin oder zukünftige Freundin an oder so. Oder seine Mutter.
seine Mutter, die er ein halbes Jahr nicht angerufen hat, ruft er jetzt an, weil er jetzt im Flughafen ist und unbedingt telefonieren muss. Es kotzt mich an. Kennt ihr das? Kennt ihr? Na, sag mal. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Oder seid ihr auch so jemand, der dann da, der wenn er wegfliegt, oder im Bahnhof, oder in der S-Bahn ist und ihm langweilig ist, oder wie auch immer, der dann unbedingt telefonieren muss? Oder so Sachen tut dir normal. Ist das genauso wie, dann sitzen die alle da und dann machen die Leute da die Getränke stellen. Ach, Quatsch, Getränke. Zeitungen, Magazine, Zeitschriften. Kannst du dann mal holen. Dann stehen da Leute, die suchen sich dann da Zeitschriften aus, wie, ja, Fokus oder Spiegel, Bunte, Tagesdieb, den deutschen Stoßtruppbrecher, den, was weiß ich was, den deutschen Generalanzeiger. Und den holen sich dann da raus und, ja, blättern da drin rum und gucken so, wo du dir denkst, du hast doch noch nie in deinem Leben eine Zeitung in der Hand gehabt oder eine Zeitschrift oder sowas. Du weißt doch gar nicht, was du damit anfangen sollst. Die gucken dann so rein, dann sagen sie, oh, scheiße, da geht's ja um Wissenschaft. Was habe ich mir denn da geholt? Das sind so dann immer, sind da so ein paar Frauen, die gehen dann immer hin und dann gibt's halt gerade keine Bunte oder Bild der Frau. Die nehmen halt dann das Sternmagazin oder so und dann machen sie da auf und dann sind sie so, was ist das denn? Da sind ja Themen von Interesse, damit kann ich ja gar nichts anfangen, gar kein Klatsch, gar kein Tratsch. Ja, das ist scheiße. Tut sie wieder weg, holt ihr Handy raus und ruft ihren Ex-Freund an oder ihren Freund. Das sind Dinge, die fallen mir so auf. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.